Ein versehentlicher Leak, der wahrscheinlich absichtlich entstand. Ein Gesicht, das seine eigene Tochter zu Tränen rührte. Celine freaking Dion. Bleibt dran und erfahrt das, was ihr wahrscheinlich noch nicht über Ryan Reynolds' Deadpool wisst. Für viele Menschen ist es schwer, Ryan Reynolds und Deadpool auseinanderzuhalten. Da hilft es auch nicht, dass Reynolds eine Karriere als schnellsprechender und schrulliger Komiker gemacht hat, den man leicht als Deadpool-ähnlich bezeichnen könnte. Reynolds hat zwar zweifellos einen guten Sinn für Humor, aber da hört der Vergleich auch schon auf. Sein Co-Star Brianna Hildebrand erzählte E! News, es existiert die Vorstellung, dass er Deadpool sehr ähnlich ist, aber er ist einfach wirklich lustig und ein wirklich großer Schatz. Am liebsten war ich am Set, wenn er seine Kinder mitbrachte, weil er dann zum Schmusepapa wurde und das war wirklich süß. Es ist kein Geheimnis, dass Deadpool die längste Zeit in der Produktionshölle steckte. Variety berichtet, dass Red Reese und Paul Wernick seit 2010 an dem Drehbuch gearbeitet haben, aber die Zeitlinie geht eigentlich bis zu den Nachwehen von Blade Trinity zurück. Diese Produktion war zwar von bizarren Geschichten und Zwischenfällen überschattet, hatte aber einen Lichtblick. Sie brachte Autor und Regisseur David S. Goyer und Ryan Reynolds zusammen. Laut IGN verriet Goyer, dass er gerne mit Reynolds gearbeitet habe. Er, New Line Cinema und Marvel wollten alle wieder mit dem Schauspieler zusammenarbeiten, weil er ein witziger, glaubwürdiger Actionstar mit soliden schauspielerischen Qualitäten ist. Goyer sollte bei seiner Version von Deadpool als Co-Autor und Regisseur fungieren, aber der Film hätte keinerlei Verbindung zu Weapon X oder Wolverine haben dürfen, da die X-Men damals zu 20th Century Fox gehörten. Es stellte sich heraus, dass die Rechte ein größeres Hindernis darstellten als ursprünglich erwartet, sodass Goyers Pläne über den Haufen geworfen wurden. Schließlich holte Fox Reynolds als Deadpool ins Boot und besetzte ihn 2009 in dem berüchtigten Film X-Men Origins Wolverine. In Deadpool sind Dutzende von ikonischen Sprüchen verstreut. Die Drehbuchautoren Red Reese und Paul Wernick wurden für ihr hervorragendes Skript gelobt, aber es war definitiv eine Gemeinschaftsleistung. Die Schauspieler wurden ermutigt, zu improvisieren und sich ihre eigenen Zeilen auszudenken, wie sie in einem Interview mit der Besetzung für Deste Hollywood verrieten. Ryan Reynolds gestand, dass er froh war, dass einige seiner Improvisationen in den Film aufgenommen wurden, vor allem eine der berühmtesten Zeilen des Films, die viel nach dem Deadpool in einer leer aussehenden X-Mansion angekommen war. It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Man. In einem separaten Interview mit Yahoo verriet Reese, dass sich alle vor Lachen krümmten, als sie den Spruch zum ersten Mal hörten, und sogar der ehemalige Vorsitzende von 20th Century Fox, Jim Giannopoulos, erklärte ihn zu seinem Lieblingszitat aus dem Film. Ryan Reynolds' erstes Rodeo als Deadpool verlief nicht ganz nach Plan. Während X-Men Origins Wolverine versprach, tief in Logans Vergangenheit einzutauchen, einschließlich seiner Geschichte mit Wade Wilson, waren die Ergebnisse, gelinde gesagt, gemischt. Aus irgendeinem Grund wurde der Merc with a Mouth in Weapon 11 verwandelt, angeblich einer der mächtigsten Mutanten überhaupt, aber einer, der nicht sprechen kann. Reynolds tat, was er konnte mit dem, was ihm gegeben wurde, und die meisten Zuschauer waren sich damals einig, dass er eine ausgezeichnete Wahl für die Rolle des Deadpool war. Der Schauspieler verriet gegenüber GQ, dass er die Figur tatsächlich stärker geprägt hat als erwartet. Es war während eines Autorenstreiks, also habe ich alle meine Dialoge in diesem Film selbst geschrieben. Ich meine, in den Regieanweisungen stand nur, Deadpool taucht auf, redet sehr schnell und macht eine Menge Witze. Reynolds wusste jedoch, dass die Fans auf die Art und Weise, wie Deadpool am Ende des Films dargestellt wurde, reagieren würden und warnte das Studio davor. Doch leider stießen seine Bitten auf taube Ohren. Deadpool war nicht nur ein Triumph für Ryan Reynolds, sondern auch ein großer Erfolg für Regisseur Tim Miller. Während er für seine herausragenden Arbeiten im Bereich der Spezialeffekte und Animationen weithin anerkannt war, markierte der Superheldenfilm von 2016 sein Regiedebüt in der Realität. Daher waren die Fans gespannt darauf, was Miller und Reynolds für die Fortsetzung mit einem größeren Budget und größer finanzieller Unterstützung aushecken würden. Leider kehrte das Dream Team für die Fortsetzung nicht zurück, denn Miller machte Platz für David Leitch, der die Regie übernahm. In einem späteren Interview mit KCRW bestätigte Miller, was alle schon lange vermutet hatten. Es gab ein Zerwürfnis zwischen ihm und Reynolds, wobei Miller sagte, es wurde deutlich, dass Ryan die Kontrolle über das Franchise haben wollte. Als Regisseur kann man auf diese Weise arbeiten und zwar recht erfolgreich, aber ich kann das nicht. Es macht mir nichts aus, eine Debatte zu führen, aber wenn ich nicht gewinnen kann, will ich nicht spielen. Ryan Reynolds ist kein Unbekannter, wenn es um Comic-Franchises geht.
Ob es nun sein Gastauftritt in Sabrina total verhext war oder seine Hauptrolle als Nick Walker in R.I.P.D., es ist klar, dass der kanadische Schauspieler eine Leidenschaft für diese Art von Filmen hat. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Deadpool die Rolle ist, die ihm am meisten am Herzen liegt, vor allem weil es so lange gedauert hat, bis er sie richtig verstanden hat. Das Hin und Her zwischen Reynolds und dem Studio in den 2000er und 2010er Jahren ist eine Geschichte, die eine eigene Dokumentation wert ist, denn der Schauspieler weigerte sich, den Film aufzugeben. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Es gab jedoch einen Punkt, an dem er beschloss, ihnen ein Ultimatum zu stellen, wie er gegenüber GQ verriet. Kurz bevor ich die Rolle in Green Lantern annahm, schrieb ich einen Brief an meinen Manager bei Fox, in dem ich sagte, ich werde die Rolle in Green Lantern annehmen, wenn ihr Deadpool nicht macht. Ich stehe vor dem Altar und bin kurz davor, jemand anderem das Ja-Wort zu geben, aber sag mir, dass du den Rest deines Lebens mit mir verbringen willst, denn ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Die Antwort, die er erhielt, war nicht positiv und es hieß, dass keine Absicht bestehe, den Film zu drehen. Also drehte er weiter Green Lantern. Der Film floppte, also gab es für Reynolds und Fox eine zweite Chance, ihr Eheversprechen zu erneuern. And please don't make the supersuit green. Or animated. Laut Den of Geek war der Wendepunkt für die Fans, als im Juli 2014 Testmaterial durchgesickert ist, obwohl die Gerüchte über Deadpool bereits seit Jahren brodelten. Plötzlich waren die schrecklichen Erinnerungen an die Figur in X-Men Origins Wolverine tot und begraben, denn das fast zweiminütige Filmmaterial fasste alles perfekt zusammen, was den verrückten Söldner in den Comics ausmachte. Es gab zwar schon vorher ein paar Rufe nach einem Deadpool-Film, aber die Nachfrage war überwältigend, nachdem das Filmmaterial online ging. Es wurde nie bekannt gegeben, wer das Filmmaterial tatsächlich weitergegeben hat. Es ist unwahrscheinlich, dass sich jemals jemand meldet und es zugibt, aber Reynolds hat einige Möglichkeiten aufgezeigt. My mom was like, what does this button do? Guess we're making the movie now. Gegenüber des The Hollywood gab er einen Hinweis darauf, um wen es sich handeln könnte und sagte, es wurde viel darüber spekuliert und ich kann nur sagen, dass es einer von uns Vieren war. Ich, Red Reese, Tim Miller oder Paul Wernick. Irgendjemand hat es getan. Nachdem Fox beschlossen hatte, einem Deadpool-Film grünes Licht zu geben, war der Druck groß, denn das Budget war knapp und die Fristen noch knapper. Wie Ryan Reynolds gegenüber Yahoo verriet, lagen 10 Monate zwischen dem ersten Drehtag und dem eigentlichen Veröffentlichungstermin. Da sie keine Zeit zu verlieren hatten, wussten Reynolds und Tim Miller, dass sie nicht viel Zeit hatten, um den Anzug richtig hinzubekommen. Die Nervosität verflog, als sie den Anzug schließlich zum ersten Mal sahen und Reynolds sagte, "Wir haben geweint. Wir haben einfach geweint." Miller fügte hinzu, dass er, als er Reynolds im Kostüm sah, sofort wusste, dass alles klappen würde. Und er schluchzte erneut. Red Reese und Paul Wernick waren 6 Jahre lang mit Ryan Reynolds auf der Reise zu Deadpool. Ihre Geduld wurde schließlich belohnt, als der Film in Produktion ging und ihr bahnbrechendes Drehbuch die Grundlage für die nächste Ära der Superheldenfilme bildete. Da Reese und Wernick von Anfang an Teil des Teams waren, wollte Reynolds sie am Set dabei haben, um ihren Beitrag zu leisten und die Früchte ihrer Arbeit zu sehen. Reese verriet jedoch bei Geeking Out, dass Fox das Geld für die Anwesenheit der beiden nicht ausgeben wollte, also zahlte Reynolds aus eigener Tasche, um seine Mitarbeiter dabei zu haben. In Anbetracht der 782,6 Millionen Dollar, die Deadpool an den Kinokassen einspielte, hätte das Studio dem Star später sicherlich seine Ausgaben erstatten sollen. Als ausgebildeter Söldner ist Mr. Pool ein Experte für alle Arten von Kämpfen, sei es im militärischen Bereich oder im Nahkampf. Während X-Men Origins Wolverine wie eine mit Kohle gefüllter Weihnachtsstrumpf war, zeigte der Anblick von Ryan Reynolds' Deadpool im Umgang mit seinen Katana-Schwertern sein absolutes Engagement für diese Sache. Wie der Schauspieler gegenüber der National Post verriet, hat er sowohl für den X-Men-Film als auch für Deadpool Zeit mit einem Katana-Experten verbracht, um seine Fähigkeiten zu verfeinern. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag, als der Kerl, der mich ausbildete, aussah wie jemand, der aus meinen Zähnen eine Halskette machen wollte. Das war sozusagen der Goldstandard, der von Anfang an gesetzt wurde. Das Training hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Einige der besten Action-Szenen in den Deadpool-Filmen heben sich vom Rest des Genres ab, vor allem dank der glänzenden Klingen von Wade Wilson. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Fratze von Wade Wilson alle überrascht hat, als sie zum ersten Mal sahen. You look like an avocado. Had sex with an older, more disgusting avocado. Yeah.
Dem Maskenbildner Bill Corso gebührt alle Anerkennung der Welt, weil es ihm gelungen ist, das Gesicht von Ryan Reynolds auf so überzeugende und beunruhigende Weise zu verändern. Er hat es sogar geschafft, die kleine Tochter des Schauspielers zu erschrecken, wie Reynolds gegenüber Yahoo erzählte. Meine Tochter musste jedes Mal weinen, wenn sie zum Set kam. Er fügte hinzu, dass das Schminken jeden Tag bis zu 4 Stunden dauern würde und dass die Maske unbequem werden könnte, aber die Unannehmlichkeiten waren es letztendlich wert. Nicht nur wegen des Ergebnisses auf der Leinwand, sondern auch, weil er am Ende des Tages sein Gesicht abziehen und es der Crew zum Lachen vor die Füße werfen konnte. Ist es nicht seltsam, dass Ryan Reynolds den rot-schwarzen Deadpool-Anzug immer dabei zu haben scheint, wenn er ihn braucht? Dafür gibt es einen Grund, wie Reynolds gegenüber Yahoo berichtet. Ich wollte auf keinen Fall ohne einen Anzug gehen. Reynolds war Produzent des Films Deadpool, also hat er technisch gesehen Anspruch auf den Anzug. Vielleicht noch wichtiger ist, dass er an einem Großteil des Marketings des Franchise beteiligt ist, was oft erfordert, dass er in der Figur gekleidet ist, also ist es logisch, dass er den Anzug zur Verfügung hat. Fox schien auch kein Problem damit zu haben, da er im Austausch für ein einziges Kostüm praktisch zum Markenbotschafter wurde. In Anbetracht der Tatsache, dass die Deadpool-Filme über $1 Milliarde für das Studio eingespielt haben, war es eher unwahrscheinlich, dass sich die Verantwortlichen zu sehr darüber beschweren würden. So sehr Deadpool auf der Leinwand für Lacher und Action sorgt, Ryan Reynolds hat seinen Einfluss als Comicfigur genutzt, um das Leben anderer Menschen zu verändern. Über die Make-A-Wish Foundation trifft er viele Kinder und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Wie sich herausstellt, tun die Kinder das Gleiche mit Reynolds. Im Jahr 2016 veröffentlichte Reynolds eine emotionale Hommage an den jungen Connor McGarth, nachdem der 13-Jährige an Krebs gestorben war. Die beiden hatten sich über die Stiftung kennengelernt, nachdem McGarth den Wunsch geäußert hatte, als erster Mensch Deadpool zu sehen, und Reynolds und sein Team kamen dem Wunsch nach. Ich bin nach Edmonton, Alberta gereist, um ihn mit einem Rohschnitt des Films zu überraschen. Er fügte hinzu, dass er sich, obwohl der Film noch nicht fertig war, nie glücklicher gefühlt hat, Wade Wilson zu sein, als er McGarths Freude sah, den Film zu sehen. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Energie Ryan Reynolds in das Deadpool-Franchise investiert hat, ist es klar, dass viele Leute ihn als den Kopf hinter der Operation sehen. Allerdings arbeitet er immer noch mit einem Studio zusammen und jeder weiß, dass derjenige, der die Schecks unterschreibt, auch das letzte Wort hat. Nun, was das angeht? Wie The Wrap berichtet, wurde nach dem Erfolg des ersten Films ein neuer Vertrag zwischen Reynolds und Fox ausgehandelt. Der Schauspieler erhielt nicht nur eine beträchtliche Gehaltserhöhung, um für die Fortsetzung zurückzukehren, sondern sicherte sich auch die kreative Kontrolle und die Zustimmung zur Besetzung. Das erklärt zweifellos auch, warum das Zerwürfnis zwischen ihm und Tim Miller am Ende nur in eine Richtung gehen konnte. Als Deadpool 2 in die Kinos kam, fragten sich viele Fans, wer die Rolle des Juggernaut spielte, denn es war sicherlich nicht Vinnie Jones unter dem Metallhelm. Das CGI und die Stimme verrieten nichts, aber es wurde schließlich enthüllt, dass Ryan Reynolds am Set doppelte Arbeit leistete und seine Talente zur Verfügung stellte, um Charles Xaviers Halbbruder in diesem verrückten Film zum Leben zu erwecken. We needed to give Ryan another franchise, so I'm just kidding. Während es für die Fans eine erfreuliche Enthüllung war, war es für seine Darsteller ebenso überraschend. Stefan Kapicic, der Schauspieler, der Colossus verkörperte, sagte gegenüber The Hollywood Reporter, er habe keine Ahnung gehabt, dass Reynolds in dem Film eine andere Figur spiele. Ryan ist immer dabei, wenn ich an Colossus arbeite, hilft mir mit dem Text und gibt mir Ideen. Dann sah ich, wie Ryan in das CGI-Kostüm schlüpfte und ich dachte mir, was ist los, Mann? Habe ich etwas verpasst? Sobald Disney Fox gekauft hatte, fragten sich die Fans, wann Deadpool im Haus der Maus auftauchen würde. Viele erwarteten, dass er in Avengers Endgame oder in einer neuen Marvel-Show auf Disney Plus auftauchen würde, aber sein erstes Crossover mit dem MCU war ein urkomischer Sketch mit Korg, in dem sie auf den Free Guy-Trailer reagierten. Ryan Reynolds hatte beim ersten Mal jedoch einen anderen Tonfall und deutete eine viel düstere Flugbahn für den Merc with the Mouth an, wie er IGN verriet. Ich wollte einen Kurzfilm machen, in dem Deadpool den Jäger verhört, der Bambis Mutter getötet hat. Aber der Kern des Ganzen ist, dass Deadpool eigentlich nur ein großer Fan ist. Aus offensichtlichen Gründen rümpften die Disney-Manager die Nase über diese Idee, da sie Deadpool im Handumdrehen zu einem größeren Bösewicht als Thanos gemacht hätte. Also ging Reynolds zurück ans Zeichenbrett und schlug ihnen das Deadpool-Korg-Video vor, das bei den Anzugträgern viel besser ankam.
In den Comics liegt Deadpool Bear Arthur und wie könnte er das nicht? Der Deadpool-Film hat sich an den Kanon gehalten und Wade Wilsons Besessenheit von Arthur gewürdigt, indem er ein Hemd mit ihrem Foto getragen hat. Laut GQ hat Ryan Reynolds $20.000 für die Verwendung von Arthurs Konterfei in dem Film bezahlt. Der Schauspieler bestätigte den Betrag zwar nicht, aber er sagte, es ging mehr darum, mit dem Nachlass und der Familie persönlich zu sprechen und einfach die Hand auszustrecken und zu sagen, wir werden uns darum kümmern. Und es wurde eine kleine Spende an ihre Wohltätigkeitsorganisation getätigt. Das war eine nette Geste, denn es ist klar zu erkennen, dass Deadpools messerscharfer Witz direkt von Dorothy Zornacks sarkastischem Charme beeinflusst wurde. Deadpool 2 hatte einige Überraschungen zu bieten, wie zum Beispiel Alan Tudyk und Matt Damon als zwei selbstreferenzielle Hinterwäldler, aber Brad Pitts unübersehbarer Auftritt als Vanisher war derjenige, über den danach alle sprachen. Laut Comicbook.com war Pitt eigentlich für die Rolle des Cable vorgesehen, bevor er aufgrund von Terminkonflikten absagen musste. Die Frage ist nur, wie die Produktion den Oscar-Preisträger davon überzeugen konnte, einen Cameo-Auftritt als eine der vergessensten Comicfiguren der Welt zu absolvieren. And then it's just this reveal right at his death that it's actually Brad Pitt. He just thought that was so funny and because of that he was in. Das ist alles Ryan Reynolds zu verdanken. Er erklärte gegenüber Entertainment Tonight, mir wurde gesagt, er wolle nur eine Tasse Kaffee und ich fragte, wie ein Franchise oder nur eine einzelne Tasse Kaffee? Und mir wurde gesagt, eine einzelne Tasse Kaffee, was wirklich seine Art war zu sagen, ich mache es umsonst und das war total solide und das Netteste, was jemand tun konnte. War irgendjemand wirklich überrascht, dass Celine Dion ihren Weg auf den Soundtrack von Deadpool 2 fand und der Merc with the Mouth im Musikvideo zu Ashes eine Tanznummer aufführte? Regisseur David Leitch erzählte Entertainment Weekly, dass er und Music Supervisor John Hulien den Song Ashes für den Film ausgesucht haben, aber jemanden brauchten, der ihn aufnimmt. Als er Ryan Reynolds auf die Ballade ansprach, hatte er nur eine Person im Sinn, eine kanadische Kollegin. Leitch erläuterte dies und er sagte, weißt du, wen wir holen sollten? Wir sollten uns an Celine wenden. Sie ist eine unglaubliche Sängerin, sie ist fantastisch, aber sie ist auch jemand, der im subversiven Deadpool-Universum arbeitet. Als das Team an Dion herantrat, sagte sie glücklicherweise zu, da ihr Sohn ein Deadpool-Fan war und sie den Song natürlich liebte. Ryan Reynolds hat offen über seine Angstzustände gesprochen und Variety erzählt, dass er schon sein ganzes Leben damit zu kämpfen hat. Die Dreharbeiten zu Deadpool waren zwar ein leidenschaftliches Projekt für ihn, haben ihn aber auch psychisch belastet. Er gestand, ich schlief nie, niemals. Oder ich schlief in einem perfekten rechten Winkel. Ich saß gerade und arbeitete ständig zur gleichen Zeit. Reynolds gab zu, dass er sich wegen der Fans selbst unter immensen Druck gesetzt hat. Sie hatten so lange auf einen Film gewartet, dass er sich verpflichtet fühlte, etwas zu liefern, das alle ihre Erwartungen übertraf. In einem separaten Interview mit GQ sagte Reynolds, dass er nach der Fertigstellung von Deadpool eine Art Nervenzusammenbruch erlitt. Als er Termine bei Ärzten wahrnahm, sagten sie ihm alle, dass er unter Angstzuständen leide. Letztendlich dankte Reynolds seiner Frau dafür, dass sie ihm half, die Situation zu überstehen und an seiner Seite zu sein. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblings-Anti-Helden. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.